Hallo Leute und willkommen zurück. Ja, letztes Mal hatten wir ja die große Umbauaktion gehabt an der Pilzfarm. Ja, ich habe das alles wieder abgerissen. Ich werde es euch auch mal direkt zeigen, wieso, warum, weshalb und weswegen. Gehen wir mal direkt hin. Hat ja auch soweit alles wunderbar funktioniert, kann man ja nicht meckern. Bis auf das Problem, weil ich mit den Spinnen hatte. Aber da fiel mir ja, wie es immer ist, ganz zu spät ein, dass wir doch mal ein Pilzbiom vorbeigekommen sind. Ja, und was ist beim Pilzbiom? Da gibt es ja diese schöne, ja, wie sag ich mal, diese Geflechterde, diesen Pilzsporen oder sowas. Ja, und da wachsen auch Pilze drauf. Und das Gute daran ist, die wachsen bei Licht. Das heißt, kein Problem mehr mit Monster. Oh, da fehlt eine Falltür. Die muss ich noch hinmachen. Ja, ich habe das ja wie gesagt komplett als abgerissen. Dann hier mit der Silk Touch einfach dann abgeerntet, dann gepflanzt und der Rest hat sich dann einfach ja dann über die Erde ausgebreitet und dann hat man das dann über das ganze Gebiet hier und das wächst bei Licht. Habe ich jetzt im Inventar zufällig noch eins drin? Nein, aber dann machen wir uns eben einfach mal. Habe ich eine Werkbank mit? Ja, habe ich. Weil dann werden wir mal eben noch da die eine Falte hinmachen. Ist einfach nur jetzt für die Optik. Irgendwo muss ich die Dinger jetzt hinpacken. Und da habe ich mir gedacht, mach mal das so. Das hatten wir auch noch nicht. Oder ich habe zumindest noch nie gesehen, dass einer damit seine Deckenverkleidung gemacht hat. Habe ich noch welche normales Holz mit? Nein. Ja, habe ich mir gedacht, dann packst du das da oben hin. Sieht ja auch ganz gut aus. Ist mal eine Abwechslung. So. Da fehlte er. Da kommt er hin. Wunderbar. Ja, das geht ja auch noch, ist klar. Und sind sie überall drin. Gut, dann reißen wir die wieder ab. So, ja, wie man sieht, wächst wunderbar. Das packen wir mal kurz wieder in meinen Rucksack. Ja, und man braucht halt sich nicht mehr mit Monster rumärgern. Ja, hätten wir mal da früher dran gedacht, aber wie es immer so ist, man denkt da immer nur zur späten Zeit dran. Ja, also war die ganze Arbeit, die wir uns gemacht haben, umsonst. Schön bei Licht. Keine Mon jetzt wirklich keine Monster mehr. Naja. Ja, zu dem anderen Problem, was mit dem Haus, wo ich immer sagte, ja, das wollen wir bauen, aber das werde ich wohl jetzt doch erstmal verschieben. Denn mit dem neuen Snapshot gibt es ja jetzt auch dann bald buntes Glas, wie ich das gesehen habe. Und das gibt ja dann wieder ein paar Möglichkeiten, wo man vielleicht ein paar bunte Scheiben reinmachen könnte, obwohl es ja eher was für Kirche wäre. Aber das muss man sich ja noch angucken. Das wird erstmal weiter zurückgestellt. Ja, und ich habe noch eine neue Mod installiert. Jetzt so nichts Großartiges, aber wie nennt sie sich? Ich glaube, irgendwas mit für bessere Schilder und sowas. Tun wir es mal kurz rein. Wie man sieht, sieht es auch gleich viel besser aus. Und es hat auch hier hinten so ein. Kann man das sehen? Warte mal, ich zoome mal ran. Geht das? Ja, da hat sogar so ein Pinörpel da hinten dran. Ich reiße das mal kurz ab. So, habe ich zufälligerweise? Habe ich nicht, aber ist ja auch nicht schlimm. Habe ich bestimmt hier. Da. Denn. Das wird jetzt eher eine Mod-Vorstellung, würde ich fast behaupten. Aber ist doch egal. Gehen wir mal hin, wo ein bisschen Platz ist. Oh, hier ist auch Platz. Ne? Na, guck mal, das sind sofort die anderen Schilder sehen auch direkt gleich anders aus. Die Schrift sieht gleich besser aus. Ja, Sackgasse. Na gut, viel mehr Platz ist ja auch nicht. Ja, dann hat es ja der erledigt. Da brauchen wir da gar nicht erst hingehen. Ja, wie man hört, ist meine Erkältung immer noch da. Wunderbar, man freut uns. So, hauen wir das mal hier hin. So, wenn wir jetzt ein Schild dran machen, man sieht, es fängt direkt an der Mitte an zu schreiben. Und das Beste daran, ich schreibe jetzt auch mal wieder Lager hin, es bleibt doch schön groß. Und je weiter man schreibt, desto kleiner wird das. Und das sieht dann auch später genauso aus. Drückt man auf Return, kommt die nächste Zeile, dann kann man wieder schreiben, Lager zum.
Sieht immer kleiner. Hier hat man eine neue Zeile nimmt. Aber zum Haus. Ist ja egal, was es steht. Das Beste, was natürlich noch ist, man kann auch einfach so hin und her scrollen und kann dann einfach. Zum Beispiel, jetzt hätte ich da Doppelpunkt vergessen. Oder wir machen das einfach dahin. Da kommt das Doppelpünktchen hin. Das kann man ja sonst nicht. Da muss man den ganzen. Ja, ganzen Satz oder ganze Wort halt wegmachen. Das muss man halt da nicht. Man kann immer was dazu machen. Geht da, glaube ich, auch mit Copy and Paste. Ich glaube, wenn jetzt irgendwas geschrieben hast, dann kann man auch mehr Copy und Paste einfügen. So, wenn man jetzt auf der Webseite war, markiert das, dann kann man hier das einfügen. Habe ich noch nie ausprobiert, soll auf jeden Fall auch funktionieren. So, das muss kurz so, bestätigen wir das mal. So, und man sieht, es ist da hinten dran, es hat ein Stift, sage ich jetzt mal, oder eine Halterung, was ja sonst nicht der Fall ist, sonst wird es ja schweben. Habe ich noch zufälligerweise ein Schild hier drin? Ja, noch jede Menge. Wunderbar. Gucken wir jetzt aus, wie wir noch eins daneben machen. Dann. Ja. Sieht doch viel besser aus, als wenn man das, wenn das jetzt so schweben würde. Was gibt's noch an? Müsste an denen eigentlich auch funktionieren, ne? Weiß was mal kurz ab. Gucken wir mal kurz nach. Aber ist ja, müsste eigentlich da genauso sein. Geht genauso. Ich wusste gleich, dass der auch diese Mod macht, der dieses Better Gras gemacht hat, was ich ja schon die ganze Zeit hier benutze, was man so schön sehen kann. Wenn ich jetzt mal so ranzoome da, der hat diese Mod auch rausgemacht mit den Schildern. Bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Wunderbar. Also ich bin davon begeistert, die bleibt auf jeden Fall mit bei mir hier mit drin. So, dann schmeißen wir das mal wieder raus. Das auch. Die Kiste ist jetzt voll. Das Schild muss ja wieder angebracht werden. Ach, da hatte ich ja noch eine. Wunderschöne Mod. Lager. Sieht ja wohl top aus. Das müsste man immer die Wörter komplett wegmachen, muss, hat mich schon immer gestört. Dass man sowas nicht einfach in das Spiel integrieren kann, sowas wirklich Simples, dass erst andere Leute drauf kommen müssen, ist manchmal ein Rätsel. Ich hatte vorher doch meine Kuhfarben einmal betätigt. Ach, das ist auch schon voll. Hä? Die sind schon alle voll? Ja, ist das denn? Essen ist genug da. Pilze. Ist auch was voll.